Ist die Brille von Herrn Laschet im wahrsten Sinne des Wortes zu lasch? Die Brille sitzt als sichtbarstes Element mitten im Gesicht und sie erzielt Wirkung. Immer und überall. Passt die Brille von Herrn Laschet? Diese Frage stellte das Fachmagazin Albis an mich und ich habe dazu eine Stilkritik geschrieben. Und wer mag, kann die nochmal lesen. Ihr findet die direkt unten verlinkt und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und vielleicht hast du auch gesehen, dass das gar nicht die Brille ist, die er aktuell trägt. Und genau deshalb haben mich viele Fragen erreicht, wie ich denn die aktuelle Fassung von ihm einschätzen würde, so als Brillen- und Image-Expertin. Und genau deshalb gibt es jetzt hier dieses Video. Mach's doch einfach so. Gleich erscheint das Bild, das aktuelle Pressefoto. Du schaust dir das an, du überlegst mal, welche Wirkung hat das auf dich. Stopp das Video, weil dann kannst du es dir in Ruhe angucken und kannst deinen Kommentar gerne unten hinterlassen. Bitte nur zur Brille und zur Wirkung, nicht zu seiner Person und auch nicht zur politischen Situation. Und dann hörst du dir meinen Kommentar an. Dann kannst du abgleichen, ob du das ähnlich wahrgenommen hast. Ja, das Bild spielen wir jetzt mal ein, dann kannst du das auch gut sehen. Und ich gehe mal so Schritt für Schritt alles nacheinander durch. Ein ganz wichtiges Parameter bei der Brille ist der obere Fassungsrand. Und zwar sollte der obere Fassungsrand zur Augenbraue passen von der Form und sollte auch die Augenbraue optimalerweise aufnehmen. Das ist in diesem Fall ganz gut gelungen. Na, der obere Rand hebt sich nicht so stark ab, aber er passt trotzdem sehr gut zu seiner Augenbrauenform. Also schon mal ein Pluspunkt. Die Breite der Brille sollte aufgenommen werden, beziehungsweise die sollte sich an den breitesten Punkt des Gesichtes orientieren. Da er lacht, rutscht natürlich der breiteste Punkt nach unten in den Kiefernknochenbereich. Er wird aber sehr ausgeglichen sein vom Wangen bis zum Kiefernbereich. Und wenn wir da genau hinschauen, ist die Brille grenzwertig schmal. Also die könnte etwas breiter sein, dann wäre es noch optimaler. Von der Tiefe der Fassung ist sie sehr gut. Also sie sitzt nicht am Wangenknochen auf. Vielleicht könnte sie auch noch 2 mm tiefer runtergehen, aber das sind jetzt wirklich Feinheiten. Insgesamt könnte die Fassung etwas größer sein. Dadurch, dass es aber eine rahmenlose Fassung ist, fällt es tatsächlich nicht auf. Aber schaut gerne nochmal in das andere PDF, das ist auch eine rahmenlose Fassung gewesen, wo die Proportion nicht vorteilhaft war und wo es doch aufgefallen ist, dass es nicht wirklich passend war. Weiteres wichtiges Parameter, gerade jetzt im Falle von Herrn Laschet, ist der Nasensteg. Der ist hier sehr schön hochgesetzt, das heißt die Nase wird optisch gestreckt, sie wirkt länger. Und das lenkt ab von der Breite der Nasenspitze. Also sehr vorteilhaft. Seine vorherige Brille hatte einen viel tiefer sitzenden Steg und der war auch noch breiter, was nicht so vorteilhaft war. Auch das kann man im Vergleich natürlich dann wieder sehr, sehr gut erkennen. Ja, also wer quasi seiner Wirkung entsprechend eine Brille raussucht, die auch noch zu seinen Proportionen passt, hat Möglichkeiten, ganz subtil Botschaften zu schicken und auch das, was in ihm oder ihr steckt, halt deutlich sichtbar zu machen. Wie könnte aber jetzt eine Brille für Armin Laschet aussehen, damit er noch präsenter und eben nicht lasch wirkt? Und das ist eigentlich recht einfach. Auch da nochmal einen Blick aufs Foto geworfen. Die Größe der Fassung, haben wir gerade kommentiert, passt ganz gut. Also ihr könnt den Hauch größer sein und das war es dann auch. Ich habe wenig zur Farbe gesagt, weil eine rahmenlose Fassung in der Regel wenig Farbe hat, höchstens im Bügelbereich und auch da ist ja nicht wirklich Farbe sichtbar. Aber das wäre eine Möglichkeit, mit einem feinen Rand, eine Brille mit einem feinen Rahmen und einer etwas dunkleren Farbe, die auch zu seiner Intensität der Augenbrauen passt. Vorsicht, kein Schwarz. Schwarz wirkt oft viel zu hart und würde ihn auch als Farbtyp, sag ich jetzt mal, überstrahlen. Also Anthrazit wäre eine gute Variante oder ein kühles Braun zum Beispiel. Er hat braune Augen, was auch eine schöne Kombination zu der Augenfarbe wäre. Von der Wirkung wäre das sehr klassisch, sehr elegant. Das ist ja auch vom Stiltyp. Also wir werden aus Herrn Laschet keinen innovativen, verrückten Trendsetter machen. Das wird uns einfach nicht gelingen und das wäre auch eine Lachnummer. Alle würden sagen, oh weia. Sondern da ist es sehr wichtig, auch den Stiltyp aufzunehmen und das in Farbe eben und auch im Material zum Beispiel umzusetzen.
Eine weitere gute Farbe wäre, auch zu dem Braun sehr passend, ein dunkles Blau. Er trägt sehr viele blaue Anzüge, blaue Hemden und von daher wäre das auch noch eine sehr schöne Variante, dieses aufzunehmen und das eben auch in der Kleidung mit der Brille sozusagen abzugleichen. Auch wenn man nicht einen Anzug anhat, auch ein Hemd oder mal eine dunkelblaue Krawatte auf einem stärkeren Kontrast, da kann man sehr schöne Effekte auch mit erzielen. Das wäre etwas frischer, nicht ganz so klassisch in einer Farblinie und es wird natürlich zur Kleidung auch sehr gut passen. Und wenn du als Augenoptiker jetzt auch gerne mal so mehr argumentieren würdest zum Thema Farbe, Form, Stil, Persönlichkeit, dann habe ich dir unten meine Weiterbildung verlinkt. Und wenn Sie Amit Laschet sind, dann freue ich mich, Sie beim nächsten Brillenkauf begleiten zu dürfen. Tschüss!